Ich habe im letzten Herbst zum ersten Mal an dem Kurs der Khan Academy teilgenommen und möchte gerne allen Eltern, Lehrerinnen und Schülerinnen empfehlen, das zumindest einmal auch auszuprobieren. Ganz konkret habe ich teilgenommen an der Hour of Code. Das ist eine Initiative aus Amerika kommend, wie so vieles, in der es darum geht, dass Kinder zumindest einmal in ihrem Leben eine Stunde lang erlebt haben, was es heißt, ein paar Zeilen zu programmieren. Und das auch zu einem Teil des allgemeinen Wissens zu machen. Khan Academy ist eine Not-for-Profit-Organisation mit dem Anliegen, freie Bildung auf Weltklasse-Niveau kostenlos und auf der ganzen Welt in verschiedensten Sprachen zur Verfügung zu stellen. Der US-Amerikaner Salman Khan startete damit ganz klein, seinen Cousinen, die ein bisschen schwächelten in Mathematik, kleine Lernvideos zur Verfügung zu stellen. Die waren so populär, dass sie sich über YouTube wie ein Lauffeuer verbreiteten. Inzwischen ist das eine Stiftung mit 80 Mitarbeitern, mit 17.000 freiwilligen Übersetzerinnen weltweit in 20 verschiedenen Sprachen, die inzwischen auch Sponsoren wie zum Beispiel die Microsoft Foundation oder auch Google gefunden haben. Was mich daran so begeistert, ist neben dem schon erwähnten Konzept des freien Zugangs und der guten Qualität, das ist auch die humorvolle und liebevolle Art, wie diese Kurse gemacht sind. Ich habe ganz konkret mit meinem 8-jährigen Sohn an der Hour of Code teilgenommen. Wir konnten tagelang uns darüber faszinieren, wie durch Veränderung von Zahlen die Schnurrbarthaare der Katze sich ein wenig veränderten. Wenn ich Mathematiklehrerin wäre, da würde ich aus dem Vollen schöpfen, denn der Ursprung von der Khan Academy liegt in der Mathematik und in den wirklich guten Erklärungen. Wenn ich einmal probieren wollte, dieses Prinzip des Flipped Classrooms, also Kinder, seht euch den Stoff zu Hause an und wir üben dann in der Stunde, dann ist Khan Academy sicher ein sehr guter Partner für dieses Unterfangen. Bevor man die Schülerinnen dort registriert, ist es sicher notwendig, mit den Eltern oder mit der Schule das zu besprechen. Wichtig ist auch, dass wenn man Flipped Classroom ausprobiert, dass das gut vorbereitet ist. Es gibt dazu zum Beispiel von Christian Spannagel in seinem Mathe-MOOC einen eigenen Abschnitt, der sich mit diesem Thema beschäftigt und wo man das lernen kann. Ich denke, wie auch schon erwähnt, dass man wissen sollte, es ist zwar gratis und kostenlos. Man gibt aber auch sein Passwort her und seine Persönlichkeit. Dahinter stehen jetzt auch schon sehr große Sponsoren wie Microsoft und Google und dass das einfach transparent gemacht werden sollte. Das ist eine weitere Empfehlung von mir. Sonst denke ich, dass man nicht viel falsch machen kann, außer dass man sich vielleicht wirklich gut entscheiden muss und dass man sich verlieren könnte vor lauter großem Lernangebot. Das ist sicher eine Fertigkeit, die wir nicht früh genug unseren Kindern beibringen können.